Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es mal weiter mit dem neuen Update, The Contact DLC. Und zwar in diesem Video werde ich mal diesen Art Mini-Heist starten. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen Anruf von Franklin bekommen, dass wir uns irgendwie beim Golfplatz mit ihm treffen sollen. Und ja, da werde ich jetzt mal hinfahren und dann denke ich, dass wir da irgendwie die Einführung in den Heist kriegen, beziehungsweise in diesen Hauptauftrag, wo wir dann Dr. Dre helfen sollen, sein Handy wiederzufinden. So, ich bin jetzt mal hier beim Golfplatz angelangt und dann starte ich hier mal die Mission. Nicht wundern, in der Aufnahme bin ich nicht zu sehen, beziehungsweise zocke ich die Mission mit einem Kumpel und spreche das deshalb auch nochmal ein, weil bei mir ist die Aufnahme leider defekt oder kaputt gegangen und darum ja, nehme ich das hier jetzt nochmal neu auf, beziehungsweise habe die Mission nochmal neu gezockt und ja, aber ich wollte halt, dass ihr den ersten Teil von dem Auftrag seht und ja, darum kommt jetzt nochmal das Video zu der ersten Mission, wo dann halt der Auftrag startet. So, dann starte ich jetzt mal die Mission und dann geht es jetzt auch los. Jetzt können wir hier noch unser Outfit auswählen, aber ja, müsst ihr halt selber wissen, ist ja jetzt nicht so wichtig. Dann geht es jetzt auch los mit der Mission. Hey, you made it. Nice dress. Hey, how do I look? Let's roll. Hey, you know in Vinewood, this is where all the deals get done. But if you really want in on it, you gotta play the game. All right, look, follow my lead, because these dudes straight moguls. You see that skinny one right there? That's DJ Pooh. That's our plug, homie. Nah, I'm going again. Come on, really? I can do better. Is this what we got all dressed up for? Mm-hmm, yeah. I knew I was gonna hate this. I don't like sports that you can snack when you play. Next time we'll go on roller skating. Hey, good to see you, bro. Hey, what's up, Pooh? Man, who the fuck is this? Shit, it's my business associate. Associate? Shit getting real. Hell yeah. Come on. Are you sure about this? Hell yeah, I'm sure. Shit, we ready, we set up, we ready to go, dog. All right. But y'all better deliver. Fuck my shit up, too. Yo, Dre, this is Franklin Clinton. This is his associate. They gonna help us get that thing done, man. What's up, dog? Appreciate you for having us. Not a problem. Just give me a sec. Ah! You know what? I'll take a mulligan. That was a perfect shot. You could sneeze and blow that in. Nah, nah. Hold up. I got this. This is a stupid fucking game. The things I do for a hit record. So wait. You're the one that's gonna find the phone, right? Excuse me. Mr. Young, is it? Look, we're gonna play through, okay? Give you plenty of time to finish up whatever this is. You're gonna what? Come on. We'll just be a second. Right, Dre? Play through. We're gonna play through. Listen, you ain't playing through shit, motherfucker. Oh, very nice. That's very nice. This place has gone to crap. What did you just say? You heard what I said. How are we supposed to play around with this bullshit? This used to be a club for pros. Hey, man, back the fuck up and shut your bitch ass up. No, screw this. I still have friends on the board. My wife's having an affair with the owner. Every single one of you is going to be blackballed before you reach the ninth tee. Is that right? Yeah, that's right. Come on, Eugene. Me and you are going to make some calls and see what's what. What the fuck was that about? Man, the fuck if I know. With everything that's going on in my life right now, this is the last fucking thing I need. She's having an affair with the owner? I gotta call this guy. Nah. Fuck that and fuck this. If these two guys have what it takes to find my property, then they can definitely take care of this shit. We got you, homie. Good. Because I'm done with swinging these fucking clubs, man. What are you doing? Listen, take care of these fucking assholes before they make trouble for me. And if you do, you can handle my business. My phone wasn't lost, man. It was stolen. And there's material on that fucking phone that I really care about. Unreleased material. You know what I'm saying?
And if you know anything about me, you know that I don't put anything out before it's ready. And I'm dead-ass serious about that. We got you, homie. Come on, guys, let's get the fuck out of here. I'm getting agitated. You were kind of pissed off before they said anything. You really need to try something for your mood. I am. It's called golf. Well, golf ain't working. Next time, we're gonna go skate at the rink. Hey, you two bitches can't wait for the legend to shoot his shot. Oh, where you going? I thought you'd like to talk. Come on, man. So, Leute, dann sollen wir jetzt die Golfspieler ein bisschen einschüchtern. Mit einem Golfwagen sollen wir die halt einschüchtern. Einfach haben. Und dann müssen wir halt einfach die Golfwagen haben. Ist gar nicht so einfach mit diesem Golfkart und dann noch bei Schnee. Also ja, die fahren sich so schon schwer, finde ich. Und dann noch bei Schnee ist das nochmal schwieriger. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Es ist halt ganz einfach, die Mission. Ihr müsst jetzt einfach nur die Golfspieler rammen. Und dann werden die halt eingeschüchtert. So, der erste ist hier schon weg. Oder noch nicht ganz, obwohl doch. Ja, den ersten haben wir schon eingeschüchtert. Jetzt ist jetzt nur noch dieser zweite hier. Golfer A. Und ja, da müsst ihr halt so lange den wegrammen, bis ihr ihn eingeschüchtert habt. Ist manchmal echt nicht so einfach, weil diese Golfkarts sind auch nicht wirklich schnell. Also ihr kommt da echt nur langsam hinterher. Und manchmal verfehlt ihr halt den Spieler. So, ich werde jetzt hier mal versuchen, ein bisschen schneller an ihn ranzukommen. Aber hier fährt er auch immer durch die Einkaufsmeile lang, beziehungsweise ja, Einkaufsstraße, keine Ahnung, Fußgängerzone heißt das bestimmt auch. Ja, also das hier ist echt ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, weil man überall irgendwo gegenfährt und dann bleibt man auch gleich irgendwo hängen. Also ja, das ist eigentlich so ein bisschen nervig, aber so, sonst ist die Mission eigentlich echt easy. Ihr müsst halt nur den Golfwagen rammen und dann habt ihr es eigentlich auch schon. So, also irgendwie kommen wir nicht an ihn ran. Echt ein bisschen schwierig. Ah, jetzt haben wir ihn vielleicht gleich einmal gerammt. Ah, naja, verfehlt. Aber gut, ich denke, jetzt kriegen wir ihn gleich. Ja, also ich bin ja der andere Spieler. Und ja, ich bin irgendwie gar nicht in der Nähe von dem Golf. Ich weiß nicht, was da bei mir abgeht, warum ich da so langsam bin. Aber jetzt hat mein Kumpel ihn gleich einmal gerammt. Und ja, okay, nicht wirklich. Also irgendwie lässt sich der nicht einschüchtern. So, jetzt ramm ich jetzt hier auch noch meinen Kumpel weg. Also ja, man muss den echt ein bisschen doller rammen. So, okay, jetzt ist er auch schon wieder weg. Also ja, irgendwie arbeiten ich und mein Kumpel auch nicht so gut zusammen, dass wir das irgendwie gut hinkriegen, sondern wir rammen uns einfach beide gegenseitig weg. So, ja, da vorne ist er. Jetzt ist er schon ein bisschen eingeschüchtert. So, oh, da hat mein Kumpel ihn auch verfehlt. Also ja, das ist echt ein bisschen schwierig, den zu treffen. Oder wir haben uns einfach nur ein bisschen doof angestellt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das besser hinbekommen habt. Und ja, wie ihr allgemein das Update findet. Ich finde, ich habe jetzt schon ein paar Missionen von dem Heist, beziehungsweise für die Vorbereitungen gezockt. Und eigentlich sind die ganz cool. So, jetzt haben wir ihn endlich eingeschüchtert. Und jetzt müsst ihr, glaube ich, noch den Golffahrer verfolgen. Ja, folge dem Golfer. Und da fahrt ihr halt einfach hinter ihn her. Und dann kriegt ihr oder hält er irgendwann an. Ja, wie gesagt, also ich finde das neue Update und diese Mini-Heist, nenne ich es jetzt mal, eigentlich ganz cool. Also ja, es war ein bisschen was anderes. Und bei den ganzen Vorbereitungen und so werden oft irgendwelche Standorte benutzt, die es schon länger gibt. Zum Beispiel in einer müssen wir ins Casino. Und dann, ich glaube, in einer anderen Mission zu der Villa und zum Nachtclub. Also das ist eigentlich ganz cool gemacht, dass da die alten Updates, Standorte von den alten Updates auch noch genutzt werden.
Also, dass da ja nicht immer was ganz Neues genommen wurde, sondern auch ein bisschen die alten Sachen, die da mehrfach verwendet werden. So, ich glaube, hier auf dem Pier müsste er gleich anhalten. Und dann müssen wir ihn halt nochmal ein bisschen einschüchtern. Und dann ist die Mission auch schon erledigt. Ja, da vorne hält er irgendwie an. Finde ich auch ganz cool, dass auch in den Missionen der Schnee liegt. So, nicht nur in der Open Lobby. So, da hinten liegt er irgendwie auf dem Boden. Ich denke, jetzt müsst ihr mit dem Golfschläger nochmal ein bisschen einschüchtern. Und dann gibt er auch auf. Und ihr habt die Mission dann auch erfüllt. Ja, ihr müsst ihn hier einfach nochmal mit dem Golfschläger so ein bisschen einschüchtern. Und dann ist die Mission auch erfüllt. So, er labert hier irgendwie noch ein bisschen rum und dann, ja, müsst ihr halt mit dem Golfschläger zuschlagen, um ihn dann halt ein bisschen einzuschüchtern. So, jetzt müsste er eigentlich mal eingeschüchtert sein. Ja, ich glaube, noch gibt er nicht auf. Aber das haben wir gleich. Ja, jetzt hat er, glaube ich, aufgegeben. So, mal sehen, was er jetzt noch sagt. Ah, das war's auch schon. Hey Dre, we took care of that thing. Nah, you won't be hearing from him no more. But what about that other thing? All right, cool. Look, send it over, we'll get right on it. My man. So, damit haben wir die Mission auch bestanden. Ja, 13.000 ist eigentlich nicht schlecht. Dafür, dass wir eigentlich fast nichts gemacht haben. Außer halt den Golffahrer eingeschüchtert haben. So, Leute, irgendwie geht das hier nicht voran mit dem Ladevorgang, aber ich denke, er hat die Mission gespeichert. Also ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr die Mission so fandet und das Video. Und dann würde ich mich nochmal ein Like freuen, wenn ihr keine weiteren Videos rund um das neue Update verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich auch schon wieder raus. Ciao, Leute.